In Dornbirn, wo das Studio derzeit noch im Bürgermeisteramt eingemietet ist, wird in der Höchsterstraße gebaut. In Innsbruck, wo Studio Tirol derzeit in der Landesregierung untergebracht ist, in der Karl-Schönherr-Straße. In Salzburg, wo der ORF derzeit profaner Gast des Franziskanerklosters ist, wird in der Nonntaler Hauptstraße das neue Landesstudio errichtet. Und in Linz schließlich, wo das Studio zurzeit gar im Finanzamt einquartiert ist, in der Frankstraße. Mit der Fertigstellung der neuen Landesstudios kann im Frühjahr 1972. Rund 22 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs arbeiteten die vier westlichen Landesstudios des ORF immer noch unter völlig unzulänglichen Bedingungen. Die technischen Einrichtungen stammten zum Teil noch aus der Vorkriegszeit. Eigene Arbeitsräume gab es nicht. Man lebte als Untermieter. Das Studio Oberösterreich im Linzer Finanzamt, das Studio Salzburg, heute schon im Neubau, in den Mönchszellen und Kellergewölben des alten Franziskanerklosters. Studio Tirol kämpfte in der Landesregierung in Innsbruck um jeden Quadratmeter. Und das Studio Vorarlberg war im Dornbirner Rathaus notdürftig untergebracht. Obwohl der Bau der vier Funkhäuser bereits seit 1952 geplant war, entsprechende Grundstücke waren zum Teil bereits erworben, musste die Realisierung infolge der katastrophalen Finanzlage des österreichischen Rundfunks immer wieder zurückgestellt werden. Erst die 1967 veränderte finanzielle Situation ermöglichte die Erstellung eines langfristigen Investitionsplanes, unter anderem mit dem Ziel, den fast 30-jährigen Anschaffungsrückstand auf dem Produktionssektor des Hörfunks wieder aufzuholen. Die vier neuen Funkhäuser des ORF in Linz, Salzburg, Innsbruck und Dornbirn beruhen auf dem System eines elastischen Planungskonzepts. Das optische Zentrum ist zugleich das funktionelle Zentrum, der Funktionsmittelpunkt der Anlage. Und aus den Plänen wurde Wirklichkeit. Osterreich 3, emisora musical especializada en éxitos. Nachrichten. Es ist 11 Uhr. Hi, this is Sharon. You're listening to Hit Radio U3. Radio Holiday. Mit Angelika Lang. Der Ö3 Nachrichten-Podcast. Sirenen heulen in Tel Aviv. Wegen einer Rakete aus dem Gazastreifen hat es erstmals seit 1991 FM4, emisora musical juvenil, especializada en la escena independiente. FM4 draußen. Nicht mehr an Bord! Hier ist nicht super das Gefühl, wenn es gerade einen neuen Trick dran ist. Jeden Donnerstag. Gib mir Skate! Es wird spannend. Zwischen 14 und 17 Uhr. Gib mir ein Bike! BMX-Shows, Skateboard-Shows wird es geben. Und ich gebe euch die Facts. Schlussendlich ist jeder ein Gewinner. FM4 draußen. Alles außer Fußball. FM4. Sonnendeck. Cactus Limo. Tropical Orange. Cactus Limo. Tropical Orange. Asimismo, también por internet se emite Osterreich 1 Inforradio, con una programación de informativos, música y cultura. Die selbstständig sind und selbst Steuerberater sind. Und die bieten ihre Dienste kostengünstig. Zum Beispiel diese erste Beratung ist gratis. Ö3 International. Blue Danube Radio. This is the start of a new service of the Austrian Radio, a special program for international people in the greater Vienna area. News, views and useful information from Vienna and around the world. Blue Danube Radio is on the air 7 hours a day on 102.2. Good morning Vienna. Our breakfast show started. También dispuso hasta recientemente de una emisora de onda media, Radio 1476,
que emitía de forma limitada las tardes y noches con una programación parcialmente prestada de la Österreichische Eins, además de programas para minorías lingüísticas, música folk y otras programaciones especializadas. Sie hören Radio 1476. Schülerradio 1476. En 1999 realizó emisiones a Yugoslavia afectada por la guerra y suministró información. Ab heute sendet der ORF das Radioprogramm Nachbar in Not für Südosteuropa auf der Mittelwellenfrequenz 1476 und auf der Kurzwellenfrequenz 5945 gibt es stündliche Nachrichten in albanischer und serbischer Sprache. Die Menschen im Krisengebiet sollen mit unabhängiger Information versorgt werden. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz strahlt das Nachbar in Notradio auch Vermisstenmeldungen aus. Spendengelder werden für dieses Projekt nicht verwendet. Wir bitten Sie aber nach wie vor um Spenden für die Menschen, die auf der Flucht aus dem Kosovo alles verloren haben. Unter der PSK-Nummer 7600111. Über 300 Millionen Schilling sind bereits eingegangen. Danke. ORF en estos momentos dispone de una versión internacional que emite en onda corta y satélite bajo la denominación de Österreichische Eins International. Esta última siendo el nombre que adoptó de la Radio Österreichische 1 para las emisiones al exterior en onda corta, en sustitución de la mundialmente conocida Radio Austria Internacional. Emitiendo Österreichische 1 Internacional por onda corta para Europa, África, América, Oriente Medio, Asia y Australia, satélite para Europa por el Astra H1, Internet en podcast y streaming. La programación consiste mayoritariamente en repeticiones de espacios de Radio Österreichische 1. Por otra parte, se añadieron los siguientes programas para los oyentes que viven en el extranjero. Esta programación en su momento consistía en Noticiero de Austria, Noticias y el Reporte del Tiempo en español. Se transmitía de lunes a viernes, duraba 5 minutos y en su momento era conducido por Manuela Letrino e Isabel Miró. Report from Austria. Noticias, entrevistas y reportajes en inglés. 15 minutos de duración de lunes a viernes. También existía Report from Austria, The Week in Review, repetición de algunos reportajes emitidos en Report from Austria durante la semana. Además, se leía en este espacio las cartas e informes de recepción de los oyentes. Se transmitía los sábados y domingos. Otros programas también desaparecidos es Inside Central Europe, reportaje en inglés de 15 minutos de duración sobre los países de Europa Central. Este producido con la colaboración de varias emisoras internacionales ubicadas en Europa Central y que se cerró en el año 2008. Info en francés. Noticias de Austria en francés. Dura 3 minutos. La página web de Österreichische 1 International tiene un enlace para escucharla por streaming y por podcasting. Cierre de programas. El 31 de diciembre del 2008 fue cerrado Report from Austria por onda corta. No obstante, se sigue escuchando con 3 minutos de duración bajo las modalidades de streaming y podcasting. Noticiero de Austria, como ha sido comentado anteriormente, dejó de transmitirse el 30 de septiembre del 2009. A diferencia de Report from Austria, Noticiero de Austria no se difunde en ninguna otra modalidad. La salida al aire del Noticiero de Austria significó el fin de más de 40 años de emisiones en español desde Viena. Las emisiones específicas en onda corta en alemán continuaron, pero solo hasta el 31 de diciembre del 2009. Esto es más o menos lo que quedaba hasta hace poco, siendo hoy Österreichische 1 Radio la que realiza todavía las emisiones en onda corta, básicamente en alemán y usando su parrilla de programaciones nacionales.